Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Minecraft Ragnar Mod 6 mit dem Yogi. Hello. Ja, es gibt die Box. Also, wenn das dieselbe ist, die ich aus dem älteren Modpack vom Alex kenne. Mit der Box kannst du nämlich dann jeden Spawner, den es gibt, mit der Box abbauen und transportieren, platzieren, wo du ihn willst. Hallo, was machen Das ist Sie? natürlich nice. Das ist richtig geil. Die kann man aber auch Eben. craften, die Box nehme ich an. Ja, die Box kann man craften aus Papier und so weiter und so fort. Das ist richtig gut. Das müssen wir dann testen. Ja. Dementsprechend werde ich jetzt keine weiteren. Spawnen zerstören. Exakt. Wir werden die jetzt Gute nicht weiter Idee. zerstören, sondern beibehalten, weil dann können wir eventuell gucken und das mitnehmen. Das ist richtig gut. Dann würde ich jetzt. Dann können wir auf jeden Fall irgendwo eine Mob-Farm bauen. Ja, Ohne großen Stress. das ist doch nice. Das ist super cool, weil dann können wir nämlich aus allen können wir verschiedene Mobs spawnen, aber. Oh, jetzt will ich natürlich eigentlich auch wissen, ob es diese ganzen coolen Sachen gab, die der Alex damals in dem Modpack drin hatte. Die Diese. coolen Sachen. Gibt's eine Drawbridge? Oh, bitte sag. Oh, es gibt keine Drawbridge. Das ist schade. Es gab es nämlich bei dem Modpack, das der Alex zusammengestellt hat, dann konntest du auf Knopfdruck so eine Drawbridge halt ausfarmen. Das hat das richtig coole Mobfarm mitbauen können. Auf Knopfdruck hast du dann Wartungsmodus quasi gehabt, weil dann eben der Spawner deaktiviert wurde und so. Okay, sowas ist halt geil. Das war halt richtig gut. So. Ich drehe mich im Kreis, Leute. Ich drehe mich einfach im Kreis. Okay. Hallo. So, nur das Ah, mal. also es ist nicht mal die Level, die man braucht, sondern man braucht diese Coin-Dinger. Coins. Ja, XP braucht man. Inventory. Step Assist ist doof. Luck. Luck kann ich mir nicht gönnen. Okay. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir die nutzen können. Jetzt müssen wir einfach das ganze Zeug erstmal nach Hause bringen. Ah ja, das ist auf jeden Fall das Richtige. Okay. Die Sonne geht auch auf. Halt Fullscreen mit Create J. J. Ah. Man die auch einfach so nutzen? Nee. Da können wir die nämlich mal ganz fein alle wegmachen. Ich fange jetzt an, den ganzen Scheiß erstmal nach Hause zu bringen. Ja, bin ich aktiv dabei. Heimat, 600 Meter in die Richtung. Also wir müssen jetzt erstmal zu Hause dann ganz viele Kisten platzieren, einfach alles in die Kisten müllen und dann müssen wir wirklich 1, 2 Tage lang nur sortieren. Sortieren, dass das alles Sinn macht, was wir da haben, ja. Ja, damit wir da nicht erst im Nachhinein irgendwann mal anfangen, sondern wirklich direkt Ja, sagen, weil wir sonst haben hier suchen wir mal auch ein bisschen. 5000 Mal die Sachen. In die Richtung läuft der Krieger, das heißt, ich muss auch in die Richtung. Das ist auf der Map ein Tod, den müssen wir auch noch removen. So, das heißt, ich sollte mir gleich vielleicht auch mal einen Waypoint setzen. Wee!
dann sind wir mal wieder in der Heimat. Wir waren nicht wirklich viel unterwegs, sondern sehr lange jetzt in diesem Turm. Ja gut, aber war ja auch so also viel Loot da, bisschen Kämpfe. Und dann sterben. Müssen wir gucken. Oh, perfekt, hier direkt. Habe ich Platz? Ich habe keinen Platz. Habe ich dort Platz? Nein, habe ich nicht. Ah, doch, ich kann das hier stacken. Perfekt. Dann nehme ich direkt Dingenskirchen hier mit. Sugero. Ja, nice. Dann können wir nämlich Papier machen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Card-Ding mit da dem, ist der Box ausprobieren. Das ist sehr gut. Boom. Weil wenn das so funktioniert, oh, dann können wir uns eine super tolle Mob-Farm bauen, ohne dass wir so einen riesengroßen Kasten bauen müssen und so ein Kram. Ach so, ganz klein geht das dann. Ach so, ja, logisch. Die spawnen ja einfach, da brauchen wir ja nicht viel Platz für. Richtig, also du musst halt schon noch den Platz haben, aber normalerweise... Ja, muss der 8x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 
Also guck dir die doch mal an. Ja, ich sehe. Sehe ich genauso wie du. Ja, da muss man gar nicht drüber reden. Das ist einfach eine Tatsache. Oh. Ich nehme jetzt in die... du wirst es ja sehen. Ich fange bei der vollen Kiste an und zu stopfen und dann stopfe ich weiter bei der nächsten voll. Also dann wisst ihr schon, was die nächsten Episoden ansteht, weil ich weiß nicht, ob wir das offscreen machen werden. Wenn wir das, hast du Lust, das offscreen zu machen? Ich meine, es ist natürlich für die Zuschauer extrem langweilig, da zu sehen, wie wir dauernd Kisten öffnen. Also tendenziell würde ich es offscreen machen, nach der Aufnahme heute zum Beispiel. Ja, okay. Wenn wir natürlich jetzt langsam genug sind, können wir die restliche Aufnahmesession dafür brauchen, bis wir alles rüber transportiert haben. Du meinst, ich sollte doch nichts essen vorm Loslaufen, okay. Nö, weil, ne? Ja, kann man auch mal gucken, was wir überhaupt haben, und zwar in Ruhe. Ja, und dann müssen wir halt verschiedene Kisten machen. Ich will nicht diese Birchwood-Kacke haben. Verstehe ich gar nicht. Sind auch so wunderschön. Während wir durch einen Birchwood gehen. Ja, der ist ja auch schön an sich, der Wald, aber die Kisten sehen halt scheiße aus. Also die normalen Oak-Kisten halt. Oh, ich würde dich ja. Ich hätte unglaublich gern diesen Hut, aber du bist ein armer Wolf, den will ich auch nicht töten. Ein Drück-Me. Hast du den Punkt, wo wir hin müssen, markiert? Nö, aber ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Gut. Und ich habe auch noch einen Tod in 270 Metern. Der könnte da in der Nähe sein. Ja, ich meine, er war ja außerhalb dieses Birchwood. Ja, genau. Nee, hier müssen wir noch kompromisslos durch. Naja, da oben sieht man schon. Und genau, mal den Turm. Der ist ja jetzt auch nicht so klein, ne? Das ist ja überschaubar sozusagen. Ich würde die Kohle hier direkt mal mitnehmen wollen. Mach das. Wir sind noch nicht so erfolgreich gewesen, was Diamanten angeht, ja? Ich glaube, einen haben wir. Ja, weil ich würde halt dann wahrscheinlich sogar anstatt... Ach nee, wir brauchen zuerst die Diamantpicke, um an Obsidian zu kommen, weil ohne Obsidian kommen wir nicht an Enchantment Table. Brauchen wir ein Enchantment Table? Ja, oder sind das so zaubern? So unmodded Dinge? Also, ich meine, gibt's hier nicht irgendwie krassere Optionen vielleicht? Ja, ich meine, also es kommt darauf an, was. Du kannst ja halt Werkzeuge auch mit, nimmst du noch die Kisten mit? Das ist leer alles. Achso, ja, dann, ne. Mir kurz mal ein bisschen was in den Backpack rein. Natürlich keine Axt dabei. Ich finde die, welche sind das, die Lungs? Ist das Spruce? Ich glaube schon. Ja, ich finde die Spruce sehen mit am geilsten aus. Wie soll man denn hier gerade gleich ein bisschen Holz mitnehmen? Von der Textur. Ja, wäre vielleicht nicht blöd. Ich hab eine Teleportationsaxt einstecken. Okay. Hier drüben, das ist doch Spruce Wood, oder? Autsch. Ja, aber nicht den Fruchtbaum abbauen. Nee, hier, ich würde. Hier drüben ist so Winterbäume biomäßig. Was dürften die sein? Auch oder? Das andere dort? Du meinst diesen Wasserturm das... da? Ja. Ja, den sehe ich. Den müssen wir auch irgendwann mal... ja, definitiv. Und der sieht cool aus. Der sieht ultra cool aus, aber das ist halt so ein großer Turm wieder, ne? Ja, nur aufpassen, es könnte so ein Turm sein, der explodiert, wenn man hochgeht. Den markiere ich mir mal. Machst du? Okay. Das ist schon cool. So, ja, bist du Sprucewood? Nein, das ist ein Vierlock. Mach mal eine Kiste aus diesem Vierlock. Wenn du drüber hoverst, siehst du, was für ein Baum es ist auf der Map. Okay, der wird hier normale Kisten machen, tatsächlich. Also wie die Oak-Kisten. Ich muss mal gucken, ob wir diese coole... Wir haben hier so viele Obstbäume. Ja, ne? Ich hab Spruce-Saplinge.
Und das hier ist ein Biom, was ich dementsprechend nicht kenne. Ja gut, ich... Ih, jetzt regnet es hier auch noch. Chup. Hallo Schwein. Mit. Ja, Früchte sind immer gut. Kann man essen. Ich bin essen gespannt, gut. Was wir daraus kochen können. Oder backen, wenn ich hier gerade Pflaumen sehe. Ist ja häufiger eher beim Backen verwendet. Wobei so in der Soße. Ja, gerade jetzt zu der Jahreszeit mit irgendwelchem Wildfleisch. Was ist das? Ich habe eine Pawpaw. Halt, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Baum hier abbauen kann und dann eben quasi Seeds bekommst. Dann auch die Chance habe, wieder, genau, ob ich dann einen Kirschbaumsetzling bekomme. Ich kann es dir nicht sagen. Das könnten wir bei einem Pfirsichbaum probieren, weil ich habe hier einen Pfirsichbaum und wir hatten da oben direkt am Ding haben wir auch einen Pfirsichbaum. Ja, dann. Könnten wir einen. Oh ne, ich habe den sogar schon quasi. Der wächst weiter, obwohl da kein Stamm mehr ist. Was hast du denn für so ein Hühnchen auf dem Kopf? Ja, Turkey. Oh, man kann Peach Sapling basteln. Ah okay. Ja. Dann ist das kein Problem. Dann ernte ich jetzt auch mal ein paar Bäumchen noch ab. Aber ist das hier, ja. Das hier könnte Spruce-Wurf sein. Ich hab Spruce-Ding bei mir. Ich hab auf jeden Fall ein Spruce-Lock. Also was wir auf jeden Fall machen werden, ist dann so eine schöne Baumfarm mit verschiedenen Obstdingern. Würde ich sagen. Zombie, ich habe kein Schwert dabei, ne? Das ist jetzt illegal. Geh weg. Muss doch hier Äpfel pflücken. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir eine kontinuierliche Obstquelle haben. Weg, Zombie. Schlag dich auch mit der Axt. Ja. Effektiv, Bitch. Ja, du, ne? Larven wäre jetzt geil, aber ich glaube, wir haben kein Bett einstecken. Nein. Dann pflücke ich ja noch ein bisschen Obst. Wenn ich schon nicht schlafen kann. Und Creeper. Avocado. Magst du Avocado? Ja. Ich hab ein paar Haselnüsse kreiert. Ah, du nimmst die Haselnüsse mit, dann nehme ich hier noch die Avocados, weil dann ist mein Inventar auch voll. Also ich bin dann komplett vollgepackt. Ich habe keinen Slot mehr. Also ich hätte theoretisch noch Platz. Ah, Creeper. Hier eine Reihe hoch. So. Gehen wir wieder zurück, hä? Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, gerade etwas aus Versehen gemacht, was ich ziemlich geil fand. Wir hatten doch so ein Pickup-Upgrade. Ja. Das habe ich jetzt in meinen Rucksack getan, dadurch pickt der automatisch Items ab. Okay. Ja, das wollte ich tun. Ich wollte hier oben eine Truhe hinbauen. Baby Creeper. Spider Webfruit. Kann man die essen? Weiß ich nicht. Nö, es kommt einfach nur Spinnennetz raus. Ich brauche jetzt hier das Ding eigentlich nicht ab. Ja, ich will aber eigentlich schon Kohle haben. Ich bleib mal bei dir aus Sicherheitsgründen. Sammel du mal die Kohle. Ich saug alles ein. Ich habe nämlich keinen Platz mehr für Kohle. Ich esse jetzt mal eine Pawpaw. Boom! Rian, hast du einen Platz frei? Wenn du mir was hier ziehen wirst, ja. Hier, ess das mal. Ich weiß nicht, was das ist. Wo denn? Wie sieht das aus? Ein Pawpaw, so ein grüner Matschhaufen quasi. Ah ja, da. Kann ich nicht. Hab keinen Hunger. Achso, ja dann. Weil zumindest ich hab da noch ein Unique Heart bekommen.
Also ich habe schon ein Unicard irgendwann bekommen. Ja, ich hatte auch schon mal eins bekommen, ne? Also das. Baby, Skeleton. Ja, ich habe nichts zum Verteidigen, ich lauf einfach. Hast du einen Endertruhenhut? Ja, das könnte tödlich für dich sein. Komm her! Ich prügel dich mit Samen. Ja, du kriegst nur ein. Okay. Ein Herz damit, nicht mehr. Ja gut, vielleicht hattest du das schon gegessen, weil ich hatte beim ersten Mal was anderes gegessen und habe auch so eins bekommen. Aber vielleicht war das auch einfach hinfällig, weil ich schon mal gestorben bin. Ich weiß es nicht. Da ist irgendwo was explodiert. Da sind Zombies. Das war ein Baby-Creeper. Baby-Creeper. Ob Yogi gesund nach Hause kommt, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ja, das ist korrekt, weil die Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, haut rein und bye-bye. Auf Wiedersehen. Thank you.